Also für YouTube. Alter. Jetzt geht's aber wirklich Schlag auf Schlag. Aber denen wird es wie dem Rest ergehen. Bisschen mehr Heilung. Wie 80. Der war ganz schön zäh. Hoffentlich gibt's nicht mehr davon. Das ist Final Fantasy. Heißt er wegen Schwänz, Schwengel, Fantasy? Entschuldigung. Jetzt gibt's noch mal ein paar Tränke. Wie gibt kein Zurück? Klar, ich kann die Konsole ausmachen, kann von vorne beginnen. Das wird ein übler Kampf. Könnt mal ehrlich sagen, was ihr jetzt machen würdet, wenn ich jetzt einfach Spiel wechseln würde. Speichern und Stream aus. Werdet ihr traurig? Werdet ihr sauer auf mich? Seid mal ruhig ehrlich. Also gerade jetzt, wo es halt spannend wird. Ich meine, klar würde ich nicht machen, weil ich bin da gerade selbst gefesselt. Ja, traurigerweise akzeptieren. Das hat mich so ein bisschen an Bayonetta, diese ganzen Wächtergegner. Oh, ich hätte so Bock auf Bayonetta 4. Was nochmal eine Stufe härter wäre. Keine Ahnung, so. Ein Riesen-Godzilla, der die Planeten benutzt, um einen noch größeren Planeten zu verprügeln. Komm, Torgal. Yeah.
Ihr wollt ja mal sagen, ein Fußball als Gegner wäre langweilig. Yo! Fick doch meinem Kniewund. Alter, der sieht aus, als hätte der eine riesen Vagina im Gesicht. Alter, okay, das ist geil. Klar, der Hund macht das schon. Echt übel. Tatsächlich. Eisesperkraft ist echt übel. Wenn ich mal so bedenke, dass ich eigentlich hier im Reich des Dunkel mit Bahamut, mit den Bahamut-Fähigkeiten ordentlich Damage hauen sollte. Ne. Bin mal gespannt, was sein Meister ist, ob wir dagegen treten können. Und wie der aussieht, wenn der Odin schon so episch ist. Ich will zwar nichts sagen, aber das ist mein täglicher Weg zum Bett. Da oben habe ich ein Bett. Genau so sieht's aus. Gleiche Größe, nur halt überdacht. Kommst du da mit diesem Fahrstuhl an und dann kriegst du hier eine Audienz beim Grafen. War ein Scherz. Na, ihr werdet schon mal, voll gemacht. Das ist übrigens Originalgröße von meinem Arschkratzer.
Eine Full-Esper. Oh, das wäre so übel. Wenn wir wirklich brutal. Ich spüre es. Wenn man wirklich extrem brutal Dingsbums sehen könnte. So alle Espern vereint oder so einen richtigen Leviathan. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, aber ich würde am liebsten echt jetzt durchziehen. Weil ich gerade richtig Bock habe. Ich meine, ich habe mich mit Cola eingedeckt. Lidl hatte Cola im Angebot. Für 89 Cent. Ein Viertel Liter, also die 1,25er Liter Flasche. Nein. Ich mir gleich 3 Sixpacks mitgenommen. 18 Flaschen. Die Klinge will gefüttert werden, damit ihre Schneide scharf bleibt. 2,5, 5, 10, 15. Mörder. Oh, 25 Liter. Was sorgst Oder? Du dich nee. Um diese 15, wertlosen 15, Kreaturen? Sie sind 20, 22,5. Plus die 4 Liter, die ich vor. Ja, doch. Ihrer Geburt an, gieren sie nach Macht, die ihrer Art nicht zusteht, und zerfleischen sich dabei letztlich selbst. Wie Schafe, die sich im Dreck zusammenscharen und jene zerstampfen, die mit einem goldenen Vlies gesegnet wurden. Nur um ihre eigene kümmerliche Existenz ertragen zu können. Vorurteile und Hetzerei, Zerwürfnis und Konflikte, alles Schlechte dieser Welt entspringt der Bosheit des menschlichen Herzens. Hat nicht Unrecht, theoretisch. Geboren aus dem Schmerz und dem Leid des freien Willens. Er ist es, der euch von eurem ersten bis zu eurem letzten Atemzug zerfrisst. Du irrst. Er zerfrisst mich nicht. Er macht mich aus. Jede Entscheidung. Selbst eine falsche treibt mich erst voran. Also laufe ich weiter. Nicht als Marionette, als ein Mensch. Was bist du? Auch ich habe einst in solch einfachen Strukturen gedacht. Was? Vor langer Zeit schenkte Gott der Menschheit die Gabe der Magie. Und mit dieser Gabe schuf sie herrliche Zivilisationen. Doch mit der Zeit verlor die Gabe Gottes ihre Bedeutung. Die Ära des Gemeinsinns wandelte sich zur Ära der Habgier. Für Elektrizität und Flammen Technologie, wandte der Mensch sich vom Geld. Schöpfer ab und beschwor durch sein Tun die Fäule herauf. Er konnte ein bisschen Magie wirken und dann wurden sie gierig und jetzt... Behielten einige wenige weiterhin den Blick auf den Himmel gerichtet. Zehren sie die Erde aus. Zu Gott, dass er sie zurück zum Pfad des Rechts führe. Also das mit der Gier, mit dem Äther kann man auf die heutige Welt umsetzen. Mit der Energie sozusagen. Irgendwann im August war ja auch der Tag der Erde oder sowas. Oder dieser komische Tag, wo die Menschheit die Energieressourcen der Erde fürs Jahr aufgebraucht hat. Und ließ meine Seele in die Wogen des Äthers gleiten. Und das ist eigentlich schon erschreckend, dass dieser Tag immer weiter nach vorne wandert. Der frisst jetzt wahrscheinlich wieder Dingsbums. Ist aber interessant, dass der Phönix nicht in den Schriften auftaucht. Er nahm mein Opfer an und sprach zu mir. Nur wenn ihr Sterblichen lernt zu dienen, sollt ihr Erlösung erfahren. Jona, bist du noch da? Das Paradies liegt nur einen Schritt von uns entfernt. Wieso zögern wir noch? Wir müssen unsere alten Sünden von uns abstreifen. Denn nur jene mit reinem Herzen werden Einlass in die neue Welt erhalten. Bist du still? Ich werde uns retten. Doch alles beginnt
und endet mit dir. Du bist der Schlüsselmythos. Und ich werde dich ihm darbieten. Ein neuer Beweis für meinen Glauben. Du hast dich selbst aufgegeben, nur um deinem Gott zu dienen? Sag mir, nennst du das Leben? Das, wonach du strebst, ist keine Erlösung. Das ist Verdammung. Zu leben bedeutet, frei zu sein. Ohne eine Wahl gibt es keine Existenz. Talk no Jutsu war nicht sehr effektiv. Wenn du meinst, dann komm. Zeig uns die Stärke deines Willens. Die Stärke meines Willens wird nicht ein Ende sein, sondern die Schwäche deines. Warum haben wir nicht so eine Zwischenform? Achso, das ist ja dieser Rage-Mode. Du hältst deinen Willen für stärker? Beweise es. Bevor dieser Tag endet, wirst du die Wahrheit erkennen. Alter, du Hurensohn! Gesegnet mit der Macht eines Gottes. Und doch kämpfst du noch immer wie ein Mensch. Muss ich es dir zeigen? Als seinen Leib erwählt. Und doch hältst du an deiner falschen Hoffnung fest. Aber es gibt keine. Scheiße. Schon im Bedrängnis? Thank you.
Alter! Der ist fucking groß. Endlich! Wir können beginnen! Ja! Das ist mein Arsch an der Bodenpfanne. Wie, du hast deinen Gaul jetzt schon verloren? Was ist los? Eine Lasagne gewesen. Das war kurz. Du kennst den Weg zur Erlösung. Nun musst du ihm folgen. Befreie dich, Mythos. Sonst wirst du mich niemals besiegen. Abwarten. Deine Hybris wird dich noch teuer zu stehen kommen. Ja! Verloren, als du dich von uns abgewandt hast. Als du dich von der Wahrheit abgewandt hast, Barnabas. Wir sind nicht so schwach, wie dein Gott es glaubt. Wieder. Nein! Nein! Oh. Ich dachte schon. Verdammt. Ich hab Schlimmstes befürchtet. Ich hab auch gedacht, der Hund macht jetzt den Opfer, das Opfern.
Ja, also, wenn Yuna sauer ist und vorbeikommt, dann hat Oli nichts zu lachen. Da macht die Yuna den Son Goku. Mit einem Finger hält die das Schwert auf, reißt ihm raus und ab. Und schiebt dem dieses Ding doppelt so groß in seinen Arsch. Doch du wirst Zeuge. Ja! Glaubst du, der will was mit seinem langen Schwert kompensieren? Wie sagt man so schön, je länger das Schwert, desto geringer die... Ich weiß genau. Sofort er wieder rauskommt. Das hast du noch vergessen. Ja. Komm, machen wir aus dem... Schade, ich dachte, wir machen aus dem Gaul jetzt. Du wagst es. Hast du deine Schwäche selbst zur Waffe gemacht? Verzeihe mir. Du bist nicht so dumm, wie ich angenommen hatte. Hinten in den Arsch, dass es hier vorne rauskommt und dann unter dem Kinn. Nein! Was eine dreckige Lache! Schon erschöpft, Mythos? Dein störrischer Trotz erregt mein lang erstarrtes Herz, füllt es mit einer Freude, die ich seit Ewigkeiten vermisse. Welch Genuss, der verlockende Kuss zügellosen Vergnügens. Hoch oder wieder runter. Ich verloren geglaubt hatte. Und nun, da dieses süße Gift rauschend durch meine Adern strömt, werde ich es bis zum letzten Tropfen genießen. Das hört sich so an, als hätte er gerade ein dickes Sack und... Mythos. Ich will an dir verbrennen! Alter Schwede. Dass diese Erlösung kommt.
Tod ist der Beweis. Du bist der Beweis, Mythos. Deine Existenz allein ist Zeugnis des göttlichen Plans unseres Herrn. Nein. Dein Gott diene ich niemals. Keine Spiele mehr. Ich kann also theoretisch... Alter. Ich bin dein Mythos. Nun empfange deinen Preis. Der hat doch echt einen Knall, oder? Yo!
Wahrheit zeigt sich. Ich war es, der sich durchgesetzt hat. Mein Wille hat gesiegt. Dein Wille? Nein. Es war seiner. Clive Rossfield. Muss jetzt die Salami, die aus seinem Pferd gemacht wurde? Wir wissen, wo das Pferd ist. Oh, das gab eine Stange EP. Und Erfahrung. Talentpunkte. Dunkelsplitter. Damit kann man bestimmt im New Game Plus richtig geil. Der fällt jetzt bestimmt mit dem Arsch auf einen von diesen Riesenspitzen ganz unten. Eben seine Rosette hat es zerflattert. Das ist der Tag danach. Vielleicht liegt doch Stärke im Willen. Hätte ich den meinen nur nicht aufgegeben. Du hast ihn nicht aufgegeben. Dein Wille hat deinen Wunsch nach einer neuen Welt geweckt. Du wolltest dich deinem Herrn beweisen. Ich. Er hat dir eine Illusion gezeigt. Und du wolltest, dass sie wahr ist. Die falsche Wahl. Es gibt nur die Welt, in der wir leben. Und diese Welt. In dieser Welt, in der wir leben, ist für uns noch völlig neu. Dafür töten wir auch einen Gott. Diese neue Welt haben wir noch nicht erforscht. Geh rüber und schnapp sie dir. Pokémon. Entschuldigung. Schneid ihm die Hand ab. Ihre Worte. Von dir, der dem Herrn so sehr nützlich war. Was willst du noch? Ich hätte fast vergessen. Ich versprach, dich für meinen Herrn präsentabel. Wo kriegen wir jetzt Odins Macht? Oh. Fuck. Wir werden unseren Zweck erfüllen. Genauso wie seine Mutterkristalle den ihren erfüllt haben. Komm, Clive Rossfield. Nimm, was nur dir zusteht. Verschmelze mit Gott. Nein. Oh, Scheiße. Ich weiß nicht, was ich aufgeben soll. Ich will den Phönix nicht aufgeben. Aber Bahamut ist auch ultra geil. Ich komme zu dir. Aber Odins Kräfte könnten natürlich auch sehr geil sein.
Aber das Geschenk von Jill ist halt was Persönliches, also die Eis-Esper. Sag, wie fühlt es sich an? Wie, als hätte man mir ins Pipiloch rückwärts geschissen. Komm raus, du Lappen. Entschuldigung. Wie fühlt es sich an, deinen Rivalen zu verschlingen, dich an seiner Macht zu laben? Mit jedem zaghaften Schritt näher, näher der Göttlichkeit. Mit oder ohne Willen, du bist nichts als sein Leib, unser Leib. Spürst du, wie er in Erwartung seines Schicksals zittert und bebt? Noch ist das nicht deiner! Du irrst. Komm, trotziges Kind. Wir erwarten dich auf dem Rücken des ersten Drachen. What? Wo alles enden und neu beginnen wird. What the fuck? Ein ganz komisches Gefühl, dass die Dame, die schwanger war, dass sie da das Ende offen lassen. Verdienten Rang genommen und mich von der Front verbannt haben. Jetzt stecke ich hier in einer brennenden Stadt fest, während meine Frau mit einem Kerl abhaut, der halb so alt ist wie ich. Und dann kreuzst du auf. Was zum Henker willst du hier? Gute Frage. Mit den Orks zusammen sind da draußen gut 200.000 Feinde. In der Hauptstadt sind nicht genug Soldaten stationiert, um eine Armee von dieser Größe zurückzuschlagen. Und die Zentralfeste? Wird von Soldaten und Trägern aus den umliegenden Siedlungen gehalten. Sie sind der einzige Grund, dass sie noch steht. Und es bedurfte nur einer Invasion, damit sie zusammenfinden. Die Angst vor dem Tod schafft oft die rechte Perspektive. Ja, Perspektive. Vielleicht hat die auch uns gefehlt. Ich glaube, das sind alte Kriegskameraden. Kabel, stell mir ein paar deiner besten Männer. Am besten gleich alle. Meine besten Männer? Sieht es so aus, als könnte ich auch nur einen entbehren? Ich gebe zu, der Augenblick ist ungünstig. Aber mein Neffe braucht Hilfe. Und deine habe ich ihm quasi schon zugesichert. Dein Neffe? Dieser Shit. Vergiss es! Meine Leute haben Besseres zu tun, als für nichts zu sterben! Dann habt ihr sogar schon was gemein!
Ralf kämpft für das Gegenteil. Er kämpft für eine Welt, in der niemand umsonst sterben muss. Und er kämpft heute für die Hoffnung auf ein besseres Morgen. Mag ja schon stimmen, aber eine Handvoll Soldaten kommt nicht gegen ein Königreich an. Vielleicht habt ihr auch nur die falschen Männer. Jawohl. Ich muss wohl träumen. Wir sind nicht viele. Doch ich entsende so viele Dragoons, wie ich nur kann. Du, unterrichte Lord Havel über die Lage draußen in der Stadt. Jawohl, Hoheit. Und ihr wollt für uns kämpfen? Ich stehe in des Phönix Schuld. Das spricht für meine Neffen, oder? Ja, aber was dich angeht, habe ich noch Zweifel. Leg die fürs Erste beiseite. Na gut. Du sagtest, du hättest Männer in der Feste? Kannst du uns sagen, wie viele es noch sind? Einen Moment bitte, Kommandant. Egal wie viele, Randela kann keinen davon entbehren. Sammelt unsere Männer, wir rücken aus. Los. Terence. Milord? Komm, Knutscher. Ich weiß doch, dass ihr es wollt. Hier findest du ein Mädchen. Was? Aber um uns herum tobt ein Krieg. Ich verdanke ihr mein Leben. Diese Schuld muss ich begleichen. Ach so, das meint er. Ich dachte schon. Sorge dafür, dass es ihr an nichts fehlt. Dion, ich kann nicht gehen. Aber du musst. Will ich je hoffen, die Vergebung unseres Volkes zu erlangen? Muss ich sie mir verdienen. Und das muss ich aus eigener Kraft schaffen. Nur meiner allein. Wisse, dass diese Bitte mich zerreißt. Und wisse, dass ich ihr folge. Lebe wohl, Terence. Wenn er sich noch in Bahamut verwandeln könnte, müsste doch eigentlich. Lebe wohl, mein Prinz. Ein paar männliche Tränen. Obwohl. Ja, doch. Hat das Herz am rechten Fleck tatsächlich.